figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War Ragnarök. Anscheinend sind wir nämlich schon hier. Wir müssen hier nur hoch. Dann hier rechts lang. Hier oben hin. Und dann können wir den Leichenfresser herausfordern. Wenn wir weiter hier lang gehen, müssen wir zur Höhle des Flugdrachens kommen. Ja. Wollte nur sicherstellen, dass du weißt, wo lang. Danke. Der Witz ist ja, ich glaube, das ist genau der, der uns im Kampf gegen den einen Typ da immer abgeballert hat. Ziehen sie alle Gegner heran, bevor sie sie... Okay. Ja, das müsste ich halt nochmal machen, ne? Um da drüber zu kommen. Oder da runter. Ich guck mich jetzt erstmal hier ein bisschen um. Das haben wir hier so gar nicht gemacht. Der Weg ist frei. Diesem Drachen ist bestimmt der Schreck in die Schuppen gefahren. Da haben wir sonst gekämpft, okay. Kommen, geht's um Leben und Tod. Verstanden? Ja, Vater. Das ist das kleinste Problem. Na los. Hi. Ja, du bist es, der Leichenfresser. Hi. Konzentrier dich. Hallo, darf ich dich mal anvisieren? Oh Gott, gehst du mir hart auf den Sack. So, komm. Ich hab den noch getroffen, das hätte nicht mal ansatzweise gejuckt. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja, also, ja, du hast ein bisschen alle Movesets, ne? Wer das auch immer war, das juckt mich gerade nicht, weil eigentlich sollte jeder da sein. Oh Gott, jetzt ist meine Tochter aufgewacht. Nö, ich gehe jetzt nicht aufmachen. Oh. Pass auf!
der Tat. Dieser Oger steht auch so schnell nicht wieder auf. Ich kann die Tiere hören. Sie sind erleichtert. Vielleicht kommen sie bald raus. So, tut mir leid nochmal dafür. Ich musste nochmal kurz. Na. Ich musste nochmal kurz intervenieren. Ich bin zwar nur gucken gegangen, wer es ist, aber ich glaube, es war der Postbote, der einfach bei irgendjemand random geläutet hat zweimal. Boah, ist es behindert. Nee, echt. Und dann, wenn man schon nicht aufmacht, warum, ne, belässt man es nicht dabei? Und selbst wenn es ein eingeschriebener Brief ist, wenn du noch einmal Leuten nicht reagierst, dann reagierst du halt nicht. Na, also, zumindest in meiner Welt ist es so. Und hierdurch geht's auch noch. Oder bin ich hier komplett fail? Oh, nee. Von hier kamen wir. Wie kommen wir denn weiter hoch, außer durch den Scheiß da? Check ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Ah, so. Bam. Vorhin ging das nicht, obwohl ich da war. Egal. Wir haben es jetzt geregelt. Wir kommen jederzeit wieder dahin. Jetzt wollte ich eigentlich definitiv rüber, und zwar hier. Nee. Bin ich jetzt Felsenhardt zu Sindris Haus? Ja, ich habe in Odins Bibliothek darüber gelesen, wofür das Gjallarhorn gedacht ist. Von einem Gott geblasen, bringt es durch alle Welten und harmonisiert den Raum zwischen ihnen. Liest man es etwa bei Tirs Tempel? Werden alle Weltentürme des Reiches auf einmal geöffnet. Eine ganz schöne Schwachstelle. Warum hat er es nicht einfach zerstört? Manche Artefakte widerstehen der Zerstörung. Tja, wir sollten Freya davon berichten. Mhm. Komm mal her! Der Boss hat was für dich. Ja. Ihr seid hier! Es gibt etwas recht Wichtiges zu bereden. Sprich. Der Baum ist ziemlich überwuchert. Und? Und wenn er zu wild wächst, besteht die Gefahr, dass die Äste herunterfallen. Was nicht ideal ist, da sie ja die ganzen Welten halten. Ich bin kein Gärtner. Was für ein Schock. Nein, es bedarf keiner gärtnerischer Fähigkeiten von dir. Aber halte bitte nach den Hirschen der vier Jahreszeiten Ausschau. Normalerweise kümmern sie sich um den Baum. Unglücklicherweise fand es Bitterkeit lustig, Arroganz anzustiften, sie freizulassen. Wenn du die Hirsche auf deinen Reisen findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir hilfst, sie nach Hause zu bringen.
Ich würde eins meiner Eichhörnchen darauf ansetzen, aber sie sind mit ihrem Futter beschäftigt. Das liegt wohl daran, dass es das Beste in den neuen Welten ist, nehme ich an. Wir haben diese Hirsche gesehen. Großartig, dann brauchst du etwas Futter. Sobald du sie gefunden hast, sollte das Futter sie beruhigen. Dann wird einer meiner Geister sie hierher führen. Und bitte isst das Futter nicht. Keine Angst. Bitterkeit fragte mich, ob ich zu feige sei, sie freizulassen. Ich bin aber in der Tat in keinster Weise feige. Also hatte ich, wie ihr seht, sie sehen kerngesund aus. Warst du schon immer ein übertrieben großes, unsterbliches Eichhörnchen, oder? Vergiss nicht, hübsch. Nein, ich war einmal ein ganz normales Eichhörnchen. Genauso groß wie diese schmächtigen, geisterhaften Versionen von mir. Ich war unscheinbar. Ich stieß ganz zufällig auf den Baum, als ich eigentlich hätte sterben sollen. Das Opfer eines willkürlichen Akts räuberischer Grausamkeit. Doch die lieben Kleinen sind jetzt alle sicher in ihrem neuen Heim. Ich bin dir sehr dankbar. Gründliche Arbeit. Respekt. Du hast die Drachenkinder gesucht. Warum? Ha! Natürlich, um meine quälende Einsamkeit zu lindern. Oh, das war äußerst zuvorkommend von dir. Still. Zum Glück kann ich einfach zurück, ohne irgendwie, ne? Dahin zu gehen. So, bitte, und jetzt. Geht es wieder zum Krater? Wir haben dort noch etwas zu erledigen. Ja. Sather-Krieger suchen noch den Krater heim. Geben wir ihnen ihren Frieden. Und was noch? Ich denke, es gibt noch mehr Geister, die den Konflikt. Das reicht. Ich erinnere mich. Außerdem möchte ich schon die Vergangenheit von Kratos nochmal haben. Hier. Das ist der erste. Ganz genau, wir haben mehr Futter zu Hause. Komm schon. Ich muss sagen, es gefällt mir, dass wir den Hirschen nach Hause helfen. Ich hatte schon befürchtet, wir müssten sie töten. Ja. Du hattest schon vor, ihn zu töten, wenn er angreift, oder? Ja. Falls er angreift. Und da kommen wir zuerst nicht hin. Können wir aber jetzt hin, weil... Na? Berechtigt. Hier runter müssen wir. Ach so. Sorry, Diggi, aber nicht mit mir. Irgendjemand leuchtet jetzt ganz unten, ey. Wie dumm ist das denn bitte? Hallo? Aha. Nee, bei uns muss man nicht mehr klingeln, echt. Ich hab die Schnauze voll. Vom Ding, wenn meine Kinder schlafen sollten. Hm.
Da. Ist hier nicht auch noch irgendwo ein Hirsch? War das nicht so? Und da müsste man auch noch von irgendwo aufmachen können. Duft dieser Blumen vermisst. Tut mir leid, Kleider. Komm einfach endlich zurück. Die Hälfte hätten wir, Muskelberg. Ich kann dich nicht leiden. Das höre ich oft. Zwei geschafft, die Hälfte hätten wir. Ja. Mal gucken, was wir jetzt so rauskriegen. Das Wasser. Es riecht so frisch. Wir sollten den Jungen mal reinschubsen. Was? Du riechst nicht sonderlich angenehm, muss ich sagen. Gar nicht. Das stimmt nicht, oder? Das ist ganz natürlich. Vater! Okay, und das war's schon. Alles klar. War klar, dass ich jetzt an dieser Stelle rauskomme. Aber sowas von. Ich glaube, ich renne jetzt einfach durch. Nicht wirklich. Da ist noch der Schatz. So, jetzt haben wir hier nämlich auch noch den Scheiß hier. Denn hier sind wir noch nicht lang. Glaube ich zumindest. Da willst du einmal einfach mal eine Session aufnehmen, ne? Ich brauch wohl neue Socken. Was ist passiert? Sie sind nass. Sie werden trocknen. Weißt du, ich wusste, dass du das sagen würdest. Warum fragst du dann? Ich bin mir gar nicht so sicher. Sie werden trocknen. Ja, werden sie sicher. Noch ein Happen für den reinigenden Teich. Mehr Blumen. Hm.
ich raten müsste, Sternrot. So. Läuft's jetzt wohl oder läuft's jetzt nicht? Weil es pisst mich so an, ne? So, und jetzt hier noch hoch. Oh, Riesensteini. Hä? Ich dachte gerade, das ist die letzte Zutat, die wir brauchen. Auch hier ist eine Zutat. Yari und Sommer. Ah, genau. Die zwei dachten sich also, gemeinsames Reisen wäre vorteilhaft. Längst nicht so einsam. Ja, ihre Bindung zueinander wuchs schnell. Und ihre gemeinsamen Mahlzeiten wurden legendär. Es hieß, wer mit ihnen speiste, wäre wochenlang gesättigt. Das war die letzte der Zutaten. Wir sie zum Kessel in Midgard bringen? Könnten wir. Wer leuchtet hier so penetrant, ey? Ich komme gleich wieder. Wow, das war krass. Jetzt gerade ist einfach jemand gekommen, den ich seit meiner Schulzeit nicht mehr gesehen habe. Und ihm habe ich zu verdanken, dass ich kein Mobbing-Opfer mehr war. Noch ein Berserkerkampf. Weil bei uns gab es noch ein Rangsystem so. Und wenn du halt keine Ratte warst, hattest du die Chance definitiv... einfach nicht mehr angefasst zu werden in der Schule. Und er hat mir mal eine mitten in der Schule reingeballert und dann habe ich ihm halt keine zurückgeballert, weil ich hätte ihn durchaus vermöbeln können, aber es war der Schulliebling, also das habe ich gemacht, nix. Dann hat meine dazumalige große Liebe so ihn natürlich verpetzt so, na, weil sie wollte, dass er drankommt so und ich habe halt gesagt, das war nur Joke, so Spaß, ne? Und da ist ausgerutscht und hat mir die Faust ins Gesicht gehauen. Alles gut soweit und seit daher war ich nie wieder ein Mobbing-Opfer. Haklanga der Bärtige! König Rolf wird auferstehen! Ich zerknitsch mein Hirn! Ja! Ich brech deine Knochen, Zertreffer! Bist du in Ordnung, Kratos? Ihr schlagt mich zu breit!
Ein Sack wegsteht! Dieser König. Er ist kein echter König. Er nannte sich nur so, weil er den König getötet hat. Du kanntest ihn. All dies. Ein guter. Mit Vertrauen. Er vertraute dem Thronräuber? Diesem Rolf? Nein. All dies traute mir. Und blöd wie ich bin, traute ich Rolf. Du suchst also Rache. Ein gefährlicher Pfad. Musst du gerade sagen. Ich bin Experte, was das angeht. Du solltest mich anhören. Hallo, Mr. 38. Wenn ich jetzt noch weiß ungefähr, wie ich hier was machen kann, dann... Wir an dem Strand anlegen. Ja, man kann ja an zwei Orten anlegen. Sehe ich gerade. Ein weiteres Teichgeschenk. Da oben, er ist zurück. Wir finden einen Weg hoch. Nicht schon wieder so ein Drachi. Willst du mich komplett verarschen? Erdlang. Was ist das? Den Aschentyrannen besiegen. What the fuck? Oh je. Vorrücken. Das macht er gerade nicht, oder? Kill den gleich, ne? Der geht mir sowas von hart auf den Sack.
Ich kill den gleich, ne? Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Hier ist dein Stundenglas. Danke. Jetzt kann ich nach Vorpommern gehen. Zunächst eine Frage. Du wolltest dieses Tal zu deinem Zuhause machen. Was hielt dich auf? Ich erinnere mich. Dieses Tal. Es stand am Rande der Verwüstung, als ich es fand. War es ein Krater, wie du ihn jetzt siehst? Nein. Aber die Stadt war in Trümmern. Zerborstenes Glas. Zerstörte Gebäude. Hier konnte man kein Zuhause finden. Hast du die Ursache der Zerstörung gesehen? Ja, ich erinnere mich jetzt. Am Tag, an dem das Tal zerstört wurde, schwang Thor seinen Hammer wild durch die Stadt. Alle hatten Angst. Dann stellte sich ihm eine blonde Kriegerin in den Weg und ein Kampf begann. Sie war eine mutige Frau. Diese blonde Kriegerin muss Fae gewesen sein. Ja, Mutter erhob sich gegen Thor. Ich bin mir nicht sicher, ob Fae Mut oder Wagemut hatte. Nur wenige können noch von einem Kampf gegen Thor berichten. Fae sprach nie von diesem Kampf. Jeder hat Geheimnisse. Wir wissen nicht mit Sicherheit, dass das Fae war. Ja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ein Besuch beim reinigenden Teich wäre angebracht, oder nicht? Du hältst die Schnauze. Moment. Ich weiß halt nicht, was wo es hier lang geht. Wollten wir mal zum Rabenbaum gehen? Könnten wir. Will ich aber gerade nicht. Weil wir haben hier mehrere Orte gerade wieder aufgedeckt. Oh. Den wir nur von der anderen Seite erhaschen können. Okay. Jetzt einfach gucken, wo wir hier lang kommen. Ah. Das ist der Shorty Cutto. Okay. Shorty Cutto nehme ich immer gerne. Gut, Drachi, jetzt wirst du gestutzt. Ja, ich könnte noch zuerst meine Waffe upgraden. Ja. Oder meine Waffen. Aber ich glaube, jetzt habe ich für jede meiner Waffe einfach mal ein Upgrade wieder. Aber komm, das machen wir jetzt noch so. Wenn ich verlieren sollte, werde ich upgraden. Aber dann Gnade ihm Gott. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Juhu. Ach Gott. Und die Dinger werden nicht angezeigt. Doch werden sie mittlerweile. Warum auch immer jetzt.
Aber ich sehe trotzdem nicht, wo die einzelnen sind. Ich sehe genau einen von denen. So. Hier gibt's noch einen. Seht ihr? Der wird nicht angezeigt. Und da suchst du dich jetzt zum allerersten Mal dumm und dämlich. Ja, ich muss die alle gleichzeitig umnieten. Wo kann man noch interagieren? Also hier, wie gesagt. No. Da oben, ich Depp. Ja gut. Wenn du es halt nicht weißt, ne? So, jetzt bekomme ich hier noch eine Stärkung. Seid ihr bereit für den nächsten Drachen? Wahrscheinlich auch den letzten Drachen. Der Drache ist hier. Mach dich bereit. Entdeckung! Der Hals! Olka! Hä? Du hast mich getroffen, trotzdem? Oi! Linke Seite, Achtung! Nö, wenn ich in einer Animation bin, bin ich unsterblich. Bring mir nicht solchen solche scheiß Gegner. Achtung, über dir! Auf der Säule ist er nicht angreifbar. Ach nicht? Ja, schön für ihn. Ziel auf den Hals. Schnell.
Das ist, glaube ich, der schwächste von allen Drachen. Hä? Was bist du denn? Habe ich auch. Mit deinem Speer. Viel zu schwach, Bro. Sorry, da muss ich nicht mal mehr ausweichen. So. Jetzt muss ich nur noch rausfinden. Hier war es, glaube ich, ne? Hier. Sauber. Wir looten natürlich alles, was geht. Hätte man noch einen dritten, der hätte ja noch auf drei weitere gehen können oder so. Nee, oder auch nicht. Nee, auf einen hätte er noch gekonnt, auf den ja nicht mehr. So, da haben wir jetzt auch alles erledigt. Weil hier hinten waren wir nie, deswegen... Könnten wir eigentlich mal auf die andere Seite. Hä? So. Ja, ist viel zu einfach gewesen eigentlich. Aber sicher nicht gehe ich jetzt zurück. Wenn ich nur so wenig aufgesammelt habe, macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich überall durch bin, okay, können wir gerne nochmal reden, ein letztes Mal dorthin zu gehen. Aber ich meine, ja, bringt ja halt sonst gar nichts. Okay, das geht einfach nur hier hin. Zu dieser Tag- und Nachtstelle. Daneben dadurch, ne? So, dass wir wirklich einfach im Kreis durchfahren könnten. Okay, aber dann fehlen uns trotzdem noch zwei Hirsche.
Und ich glaube auch noch ein paar Aufträge. Ja, wenn ich schon eh gerade hier bin, kann ich auch dieses Tor verwenden. Jetzt noch zwei Hershey-Lines. Einmal dort oben, ne? Und einmal da. Der des Sommers. Holen wir zuerst bei dem, wo ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. Es kam mir so vor, als ob Vanaheim viel zu feucht wäre. War das die Folge des Fimbulwinters? Größtenteils, glaube ich. In Midgard gab es endlose Nächte und Kälte, in Svartalfheim Erdbeben, in Alfheim das pulsierende Licht, aber in Asgard scheint gar nichts passiert zu sein. Odin hatte viel Zeit zur Vorbereitung. In Helheim und Muspelheim habe ich auch keine Veränderung bemerkt, fällt mir auf. Die urzeitlichen Welten könnten weniger anfällig sein. Was meinst du, wie es in Jötunheim läuft? Wer soll ich das wissen? Zeig mir deine Fähigkeit zur Spekulation. Wirklich? Ist es nicht auch egal, wenn niemand dort ist? Es ist nie einfach nur egal. So. Mimir. Hätte ich nicht aus Versehen Fendis Seele in mein Messer versetzt, wäre er nach seinem Tod ins Licht von Alfheim gegangen, oder? Ja, wäre er ein Gott oder ein Mensch, der im Kampf fiel, hätte ihn eine Walküre nach Valhall oder Folkwang gebracht. Wäre er ein Mensch oder Gott, der außerhalb des Kampfes starb, käme er nach Helheim. Aber Fenrir war ein Wolf, also wäre seine Seele zu all denen in Alfheim gekommen. Die Mutters? Ja, wie die deiner Mutter. So, und den letzten, zum Glück weiß ich da jetzt auch, wie ich hinkomme, weil wir auch alles schon so vorbereitet haben, dass wir dort wieder hinkommen. Moment. Hier rüber. Übrig. Danke für die Rettung der Welten und so. Ich hätte es ja selber gemacht und mit mehr Stil, aber... Gern geschehen, wollte er sagen. Ich bin überrascht. Man könnte meinen, ein Hirsch würde aus Angst vor dir weglaufen. Du strahlst ja nicht gerade Ruhe aus. Ich bin immer ruhig. Ha, guter Witz. Guter Witz, ja. Er verkloppt jemanden ganz ruhig und gelassen. Das ist Kratos Stil. Alles klar. Ja, welche Drachen soll es jetzt noch geben? Es tut mir ehrlich leid. Wir haben jetzt eigentlich alle vernichtet. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die scheiß Geister. Oh, da war was.
Und zwar, wo ist unser Schmied? Hier. Nehme ich ganz gerne mit. Also. Griff der neuen Welten. Aha. Chaosklingen. Verdammt, damit findet man garantiert ein schmerzvolles Ende. Ich kann direkt zweimal upgraden. Diese Zör als. Alles klar. Ich hoffe, die Dame wäre stolz. Ja, was will ich damit? Sorry, ich bin bei Schaft der Winde. Na. No. Was, wie viel Hacksilber habe ich? 514k? Autsch. Wir sind ein bisschen reich geworden. Ich frag mich zwar wann, aber okay. Ja, komm, das reicht. Was guckst du so? Willst du noch was sagen? Moment. Was ist mit dem Jungen? Der ist Max. Sorry, Bro. Ja, warum nicht? Nee, glänzende Legierung dafür. Nee, dafür, dass ich das Schild kaum benutze. Nee, sehe ich nicht ein. Das hier sehe ich dann schon eher ein. 157 Asgarder Barren. Wir haben ein paar neue herstellbare Sachen, ne? Cool. Aber ich würde zuerst mal mich darauf versteifen, das Ganze hier zu machen, ne? Dann auch hier Asgarder Barren. Passt gut. Dann hier nochmal. Verdammt, bin ich gut oder was? Du bist sehr gut. Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Ja, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Deine Teile an den richtigen Stellen. Ja. Verdammt, bin ich gut oder was? Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. So, die zwei sind Max. Und dann nur noch ihn hier mit schwelender Glut. Wir haben noch was zu besprechen, oder nicht? Nö, haben wir nicht. Danke fürs Aufbewahren. Also. Heimdall ist tot. Gut. Ja, ich weiß nicht, was das Schicksal will, aber ich weiß, dass Heimdall ein preisgekrönter Schandfleck war, der massig Dreck am Stecken hat. Wenn er dann dem Jungen etwas antun wollte, ist es gut, dass er nicht mehr unter uns weilt. Die Nornen waren da anderer Meinung. Die Meinung dieser drei weggesperrten Jungfern ist doch nicht einmal einen Ziegenfurz in einem Wirbelsturm wert. Ihr habt es nun mal getan. Kein Grund, darüber zu jammern. Nice. Der gefällt mir. Wirklich. Ah, scheiße. Die Aussage, ey. Was bist du denn? Ich lieb's, ne? Und weg. No damage.
Ja, das war hier. Der Hirsch des Winters. Er sieht hungrig aus. Jetzt komm schon. Geh einfach mit mir zurück. Mir ist egal, wie hungrig du bist. Das waren dann alle. Meinen Glückwunsch. Du hast die 9 Welten vor dem Tod durch Überwucherung gerettet. Und du hast mir auch den Arsch gerettet, obwohl es wirklich Bitterkeitsschuld war. Das war nicht der Plan. Ich nehme, was ich kriege. Sehr gute Arbeit. Wir könnten bei Ratatösker vorbeisehen, wenn wir Zeit haben. Das ist eine sehr gute Idee. Moment, wir haben jetzt hier die Leviathan-Axt. Oh, die haben wir jetzt auf Max, ne? Machen wir natürlich auch hoch. Was machen wir da? Was haben wir hier so? Okay. Das ist natürlich cool. So. Leviathan-Axt ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen OP. Okay. Was machst du? Naja, ist nicht so meins. Ja, gut, gehen wir mal hier rüber. So. Müssen wir zuerst mal das hier kaufen. Interessant. Dass ich den nicht schon längst habe, ne? Aber ist egal. Die Gegner bei mir waren sowieso nie lange eingefroren. Hattest du das eigentlich auch? Sofort aktivieren mal. So, und jetzt, wenn sie mehrere Speere schnell hintereinander werfen, wird die Geschwindigkeit erhöht, mit der sie geworfen werden. Okay. So. Wie viel habe ich jetzt erhöht? Auf 8. Und hier. Ja, komm, dann habe ich alle Sachen, die man machen kann, aktiviert. Sehr schön. Bei dir, keine Ahnung, was wir bei dir machen. Sowas.
Ja, weil langsam kann ich alles upgraden. Alright. So. Somit haben wir jetzt alles maximiert. Also, ne? Soweit. Ah, Amulett. Haben wir ein neues bekommen. Stempel des Runensturms. Siegel des Untergangs. Immer noch. Was haben wir denn jetzt noch bekommen? Hier. Wannerheim Standhaftigkeit. Der letzte wahrscheinlich von den dreien. Asgardas Gerechtigkeit. Okay. Was ist denn jetzt noch? Dankeschön. Sorry, ne? Die habe ich schon auf Max. So. Voilà. Reliquie, Hefti von Horti, was wird in der Nähe mit einem Zeichen, wenn sie einen Gegner mit Zeichen angreifen, senken die Runenabklingzeiten der ausgerüsteten Waffe. Wenn sie einen Gegner mit Zeichen vernichten, halten sie einen Runensegen. Okay. Ja gut, so weit, so gut. Jetzt ist eigentlich Odins Raben, ne? Habe ich langsam. Auf diesem Fleck sind 5 verteilt. Odins Rabe, Odins Rabe. Also ich habe wirklich alle Odins Raben, bis auf die hier. Ah, gut, gehen wir mal zurück. Also beispielsweise, ne? Zuerst mal Odins Augen. Gucken wir mal, was wir bekommen. Ich glaube, ich muss mir das rausschreiben, welche Missionen mir noch fehlen und für den nächsten Part bereit machen. Weil die werden ja hier nicht angezeigt, die ist scheiße. Von daher, ziemlicher Müll. Und jetzt fehlen mir eigentlich noch 10 Stück. Rabenwächterin. Das wüsste ich gerne, aber keine Ahnung, wo wir suchen sollen oder ob die Wächterin noch lebt. Wir werden sie finden. Das Problem, dann müsste ich alle Raben haben. Und das heißt, das muss ich zu Odins Augen, was? Hier gibt's ein Odins Auge. Oder ist es einfach damit gedacht, dass man alle Augen zurückbringen muss? Weil es ist ein bisschen unlogisch, wenn du hier irgendwie jetzt einen grünen Vogel rumzwitschern siehst.
Ne, 48 ist das letzte. Hallo. Ah, daneben nicht. Ja, 10 Stück fehlen mir noch. Ich glaube, auch hier ist nichts. Wie gesagt, es würde mich krass verwundern. Und du plötzlich hier auf der Spitze so einen Vogel siehst. Ich glaube, das ist die erste Welt, die wir wirklich komplett abgeschlossen haben. So, und was kriegen wir dafür, dass wir hier waren? Aber eine Sache muss ich noch kurz gucken. Chaosklingen. Hier, schwere Rundenangriff. Meteorschlag. Aua. Hui, das braucht ein bisschen viel. Ist das dumm oder ist das dumm? Das ist halt auf maximal, ne? Und das ist schon fast das Beste. Einfach Bogen, fertig. Und bei Draupnir eigentlich. Ah, hey. Kraft auf jeden Fall genug, aber kein Schaden praktisch. Da habe ich lieber den da. Selbst der macht mehr Schaden. Egal, wir sind soweit gut drin. Hallo. Jetzt muss ich hier mal kurz nochmal lang. Da ist er. Ein Stück näher an der Perfektion. Unglaublich! Die neuen Welten schweben nicht mehr in gärtnerischer Gefahr. Ich kann dir nicht genug danken, aber vielleicht reicht das hier aus. Arroganz glaubt, er ist der Strafe entwischt, weil ihr seinen Fehler behoben habt. Da irrt er sich aber gewaltig. Er steckt in großen Schwierigkeiten. Sobald ich weiß, wie ich jemandem bestrafe, dessen Narzissmus ihn unverwundbar gegenüber jeglicher Art von emotionaler Gewalt macht. Also, irgendwelche Fragen, bevor ihr weiterreist? Ratatösker. Ich bin neugierig. Du sagst, der Baum hat Pläne für dich. Welche sind das genau? Was mache ich eigentlich nicht, mein enthaupteter Freund? Ich überwache und erhalte die Stabilität der Welten, stelle sicher, dass alles nach Plan läuft und natürlich versorge ich den Weltenbaum. Ich höre ihm zu und gebe ihm, was er braucht. Sprichst du etwa mit dem Baum? Der Baum spricht keine Sprache, aber seine Absichten sind deutlich spürbar. Ja, ich weiß. Wie, sagen wir mal, verrückt das klingt. Aber es stimmt. Sagt er jetzt gerade etwas? Er sagt, hör auf, dumme Fragen zu stellen. Bitterkeit, benimm dich. Aber ja, so etwas in der Art sagt er. Damit wäre wohl alles gesagt. Mhm. Dankeschön.
Ja, und jetzt muss ich mir irgendwie noch die Mission aus dem Arsch leiern hier. Kriegsopfer der Crew, Kriegsopfer die Brosche. Ja, wird lustig. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.